Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Und diese Tugenden des heiligen Josef, wie es der heilige Pierre Julien Aymar gesagt hat, die sind ja wirklich, ehrlich gesagt, nicht so up to date, gell? Also da ist man dann eher so ein Außerfriesischer, irgendwie so, also um es mit den Worten von Otto Walkes zu sagen, so außerfriesisch, also ein Außerirdischer sozusagen, die sind ja in dieser Welt überhaupt nicht anerkannt. In dieser Welt zählen ganz andere Tugenden, in Anführungszeichen. Und wenn es da denn so jeden Tag so heißt, ja, heiliger Josef, du Mann des Gebetes und des Gottvertrauens, heiliger Josef, du Führer im geistlichen Leben. Was will ich denn mit geistlichem Leben? Heiliger Josef, du Lehrmeister der Liebe. Das ist schon mal die Definitionen für den Menschen sozusagen. Was ist denn überhaupt Liebe? Heiliger Josef, du Vorbild einer Seele, das ist jetzt voll krass. Einer Seele, die zuerst alles aus Liebe zu Gott tut. Da bist du wirklich ein Außerirdischer hier in dieser Welt. Heiliger Josef, das ist auch jetzt, oh meine Güte, ja. Heiliger Josef, du demütig gehorsamer Mann. Meine Güte. Heiliger Josef, du Vater der Kirche und aller Völker, das betrifft mich eh nicht. Heiliger Josef, du Vorbild der Arbeiter. Heiliger Josef, du mein Tröster beim Heimgehen ins ewige Leben. Tugenden lernen wir da, Tugenden erbitten wir da, die zählen in dieser Welt 0,000. Nämlich genau das Gegenteil zählt es. Herrschen, beherrschen, leben, genießen, an sich zu denken. Nach mir die Sintflut sozusagen. Das denke ich mir ganz ehrlich gesagt jeden Tag, wenn ich die Noveni bete. Jeden Tag denke ich mir so, es sind so Tugenden, die uns der heilige Josef da so beibringt, die sind nichts für diese Welt. Und deshalb muss der heilige Josef, da wo er gelebt hat, er muss irgendwie so ganz besonders gewesen sein. Er muss so ganz besonders gewesen sein. Und ihr könnt immer wieder auch so, wenn ihr jetzt heute mal so diese Inspiration habt, ein Gesetzchen vom Rosenkranz zu beten oder so, könnt ihr auch mal so beten, Frucht deines Leibes, Josef, schenk mir deine Liebe zu Maria. Oder schenk mir, kann man noch schöner sagen, schenk mir die Liebe zu deiner Braut, die du gehabt hast. Schenk mir dein Gottvertrauen, schenk mir deinen Mut, schenk mir deine Zuversicht, schenk mir dein Schweigen, schenk mir dein Hineingehen in die Stille, schenk mir dein Betrachten von Jesus, wie du auf Jesus geschaut hast. Schenk mir, ja, schenk mir auch so deine Haltung beim Heimgehen, also beim Sterben meine ich. So können wir ruhig so beten. Heute ist zwar nicht Mittwoch, gell? Aber wie gesagt, ja, die Männer müssen wieder zum Schaffen gehen. Ist eh klar, sind eh bloß die Frauen am Livestream, die jetzt so also mitbeten, gell? Aber das wäre das eigentlich so. Wollen wir wirklich uns da so bemühen drum, so diese Tugenden des heiligen Josef so nachzuahmen? Heiliger Josef, hilf mir wirklich. Hilf mir wirklich. Und wir werden so spüren, das macht uns auch frei. Das macht uns schlussendlich auch frei gegenüber all dem in der Welt. Gestern war ich im Allgäu Skyline Park und da war ein Mädchen gesessen, die war im Rollstuhl. Und die hat mir, wir sind da so angestanden bei so einem Dingsbums da so, bei so, wo man dann hinterher halt kotzt, Entschuldigung, wenn ich das so sage, na, haben wir nicht, aber man könnte es ja, gell? Also es war so und so und dann war so ein Mädchen da gestanden, ist gesessen im Rollstuhl und die hat mir irgendwie so leid getan. Am liebsten hätte ich zu ihr gesagt, komm, ich nehme dich mit, wir laufen mal durch den Park. Die hat halt gewartet, weil ihre Freunde wahrscheinlich da irgendwie so und ihre Schulklasse mit dabei war. Habe ich gedacht, was geht in der jetzt wohl vor? Wie ist das jetzt so? Denkt die sich, Gott sei Dank muss ich nicht da hoch jetzt und so, boah, wär mir schlecht. So, sie hätte wahrscheinlich gedacht, ich würde doch auch eigentlich gerne.
Ja, spannend, gell? Spannend alles. Also, und deshalb wollen wir Gott jetzt so um seinen Segen bitten, damit wir wirklich so mutig werden, die Liebe zu leben in dieser Welt. Aber nicht gestern, nicht morgen und auch nicht übermorgen, gell? Sondern heute. Nur für heute, um es mit den Worten des heiligen Johannes des 23. zu sagen. Nur heute. Panem de cœlo praestitis diis. Omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili passionis tui memoriam reliquisti, tribu equesumus itanus corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugita sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen.